Okay, sowieso gesagt, ich bin aus Belgien. So, Entschuldigung für mein Deutsch, aber ich schaue mal, wie das läuft. DGM, was hat das gemacht in meinem Leben? DGM für mich war ein Schlachtfeld, sagen wir das so? Schlachtfeld. Ich habe sehr viel gekämpft hier mit meinem Charakter, mit alles, was Gott mir gelernt hat. Ich habe sehr viel hier gelernt, aber die ersten 3 Monate waren sehr schwierig für mich und ich kannte diesen Platz, diesen Ort auch nicht wirklich. Und wenn ich hier gekommen bin, habe ich wirklich mich abgefragt, warum Gott, warum bin ich hier? Siehst, wenn du hast eine Familie, du kannst sie nicht entscheiden, aber du wachst auf mit sie. Du hast Freunde, das kannst du entscheiden. Aber du kommst hier und du bist mit Leuten zusammen und du kennst sie nicht. Und jetzt musst du zusammenleben mit sie. Und das war für mich auch wirklich ein für meinen Charakter war das, was ich nötig gehabt habe. Und ich, ja, Gott hat wirklich gearbeitet um meinen Charakter. Aber das war nicht einfach. Und ja, ich habe sehr viel geweint hier. Ich habe sehr viel gebetet hier. Aber immer hat Gott mir den Sieg gegeben. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Wenn ich hier gekommen bin, habe ich wirklich, ich habe sehr viel nach Filmen angeschaut und Medien und alles. Und ich konnte eigentlich nicht ohne leben. Aber du bist hier, wir haben eigentlich kein Internet hier. Wir haben das nur am Sonntag. Und für mich, das war es wirklich, was ich ja, brauche, weil deshalb hat Gott mich auch geholfen, dass ich nicht mehr addicted? Abhängig davon war. Und das kann ich nur ihm geben, dass es wirklich Gottes Ehre ist, dass er, der hat wirklich das von mich weggenommen. Und er hat es was in mein Herz gelegt, dass ich nur Gott lieben wollte, dass ich ihm dienen wollte. Und ich habe nicht mehr diesen Wunsch gehabt, diese Dinge anzuschauen und mich damit zu fühlen. Aber ich habe den Wunsch gehabt, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und ich bin so froh, dass es so viele Mädchen hier war, weil ich habe nicht wirklich so viele christliche Mädchen, Freunde zu Hause. Aber hier waren so viele Mädchen und sie haben mir so viel gegeben. Sie haben mir Liebe gegeben, Geduld. Und nur ihre Freundschaft, das war genug für mich. Und ich weiß, ich war nicht immer einfach. Ich habe eine starke Persönlichkeit. Aber sie haben wirklich Geduld mit mir gehabt und ich bin sehr dankbar dafür. DGM ist für mich ein Familie geworden und ein Heim. Und im Englisch sagen wir ein Home. Und das bedeutet für mich zu Hause. Okay, zu Hause. Das bedeutet für mich eine himmlische Atmosphäre. Das habe ich wirklich hier gespürt. Dass ich hier war, dass so viel gebetet wurde, dass für ein anderes gebetet wurde, so wirklich geteilt wurde, was sie erleben haben mit Jesus. Und das ist für mich wirklich nicht einfach zu teilen, etwas persönlich oder was ich erlebt habe mit Jesus. Aber hier die Leute, die teilen das so. Und für mich, das war so. Das war wirklich etwas Besonderes, dass ich jeden Freitag und jeden Samstag hören konnte, wie Jesus arbeitet hat in diesen letzten Wochen in deinem Herzen und in deinem Leben. Aber ja, im Englisch ist es home, so die O ist für others, die andere, weil ich auch hier gelernt habe, dass jeden Persönlichkeit ist wirklich wichtig. Jeden Person, das hier kommt, ist spezial und jeden, das hier ist, ist auch wichtig für Gott. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, dass ich die anderen nicht urteile und dass jeden von uns ein Kind Gottes ist. Und dass ich auch lernen konnte, dass ich sie sehen kann mit Gottes Augen. Augen? Augen? Durch Gottes Augen und nicht durch meine.
Und das ist nicht immer einfach und ich fehle noch darin, aber Gott hilft mir darin, dass ich ja, sehen kann, dass auch sie Kinder von Gottes sein. Und auch diese kleinen Momenten, das sind so wichtig für mich, diese Momenten, dass wir einen Vortrag haben und dann die Daniel, die Vortrag hat über Wasser und das, was Blödes gesagt hat. Aber das war so lustig. Oder wenn ich in ein Zimmer war und die Karin ist gekommen und sie hat nur bei mir gekommen und wir haben zusammengesessen und dann geredet. Oder einen Spaziergang, das ich gemacht habe mit Nicole. Und das war für mich so wichtig in dem Inspirationswochenende, dass ich mit sie sein konnte. Das sind kleine Momente, aber für mich war das so wichtig. Und die E ist for endless love. Die endlose Liebe, die ich auch hier gespürt habe. Dass du bist, ich habe das gesehen in der Arbeit, wie viel Geduld diese Christina mit uns gehabt hat. Oder auch die andere Arbeit, das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe. Geduld haben miteinander, Geduld haben mit anderen Fehlern, aber auch mit mich selbst. Dass Gott so viel Geduld hat mit mich und dass ich auch Geduld habe, dass ich nicht, dass ich wachse und dass ich nicht im, ja, dass es ein Prozess ist. Noch ein Ding, etwas würde ich gerne mit Sie teilen, ist eine Erfahrung. Ich bin, ja, schon gesagt, ich zahle nicht so viel, aber heute wollte ich gerne etwas sagen. Eine Freundin von mir hat schon lange vorher, sie hat mir erzählt, Hanna, ich habe einmal eine Predigt gehört und dahin hat dieser Prediger erzählt über Demut. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bete, ich wollte Demut haben. Ich weiß, das wird schwierig, aber ich mache das. Und sie hat das gemacht und dann Monate später sind nach mich gekommen. Hanna, was habe ich gemacht? Warum habe ich das gebetet? Gott hat mir wirklich, er hat mir erhört, aber es war sehr schwierig für sie. Und sie war danach, sie war dankbar, aber um hier durch zu gehen, das war wirklich nicht einfach für sie. Und dieses Jahr, ich habe mich entschlossen, weil Gott hat mir geführt, dass ich nächstes Jahr nach Afrika gehe, wie eine Lehrerin. Und wenn ich diesen Buch Erziehung von Ellen White gelesen habe, habe ich wirklich Angst gehabt. Habe ich gedacht, Gott, ich bin wirklich nicht fertig. Ich kann nicht gehen. Wie sollte ich ein Lehrerin sein? Ich habe noch so viele Fehler in meinem Charakter. Ich kann kein gutes Beispiel sein für die Kinder da. Und dann habe ich mir auch entschieden, okay, ich wollte gerne demütig sein wie Christ. Und habe gewusst, okay, das wird nicht einfach, das wird nicht leicht, aber ich wollte das gerne beten. So, dann habe ich angefangen zu beten, bitte Gott, mach mich demütig. Ich wollte gerne demütig sein wie du. Und dann sind wir einmal nach der Stadt gegangen mit Julie, Tanja und Daniel. Und ich war diejenige, die gefahren hat. Und wir sind gegangen und zurück und normalerweise immer in dem Auto beten wir und dann gehen wir. Und wenn wir zurückgekommen sind, habe ich begonnen zu fahren und dann habe ich gedacht, ja, ich habe vergessen zu beten, beten wir noch einmal. Dann haben wir gebetet und auf die Zurückweg haben wir fast ein Autounfall gehabt. Und da war meine Schuld, ich war in Schuld. Und ich war so, ja, keine Ahnung, ich war wirklich in Schock, ein bisschen. Und dann sind wir hier gekommen und dann war ich wirklich, ja, eigentlich in Schock. Und dann habe ich keine Ahnung gehabt, was ich tun möchte. Das war nicht mein Auto, aber das war meine Verantwortlichkeit. Da waren Leute mit mir in dem Auto. Und das konnte wirklich etwas Schlimmes passiert sein. Und auch diesem Mann, mit dem ich ja, fast einen Unfall gehabt hat. Er hat diesen Nummerplatz aufgeschrieben und ich habe keine Ahnung gehabt, okay, was passiert jetzt? Und so, ich muss nach die Monika gehen und sagen, sie, was passiert ist. Und ja, ich konnte das nicht sagen, den nächsten Tag und so. Am Sonntag war ich da und dann ja, musste ich wirklich demütig sein und gehe nach Monika und sagen, was passiert ist.
Und so bin ich gegangen und bin ich nach die Monika gegangen und gesagt, ja, Monika, können wir reden? Ich wollte dir gerne etwas sagen. Und sie hat so lieb gereagiert. Sie hat gesagt, ja, okay, danke, dass sie das mit erzählt hat. Okay, alles ist gut. Und für mich, das war wirklich etwas so wichtig. Und das hat mir auch gelernt, dass ich, ja, yeah, das hat mich Demut gelehrt, dass ich nicht alles in Hand hat, dass Gott alles leitet. So auch, wenn ich nach Afrika gehe, dass Gott das leitet. Shoot, I don't want to cry. Okay. So ja, yeah, das ist auch etwas, was ich diesem Jahr gelernt habe. Demut. Etwas nicht leicht, aber etwas so wichtig. Und ich bin Gott dankbar für alles, was er diesem Jahr getan hat. Für viele mehr, für alles. Ich kann noch viel erzählen, aber ich glaube, ich muss auch abschließen hier. Abschluss machen oder... Ja, okay. So ja, das war es und ich bin schon, ich wollte nur sagen, ich bin dankbar, dass ich hier sein konnte. Ich bin dankbar für die Freunde, für diese Momente, für alles, was Gott mir gelernt hat, für alles, was ich mitnehmen kann, für ja, so viele Dinge und ja, ich glaube, das ist alles.